Olaf Scholz fehlt ein Laptop. Nein, nicht einer, ihm fehlen einige Laptops. Alle weiteren Antworten unterliegen der Geheimhaltung. Der Bayerische Rundfunk versucht sich hier aus der Affäre zu ziehen bzw. die Bundesregierung zu decken. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es geht heute um alles, was euch so einfällt. Es geht um Nord Stream, es geht um die Ukraine, es geht um Olaf Scholz. Ob es um Cum-Ex geht, weiß ich gar nicht, aber ich weiß eins. Ich habe heute Popcorn für euch mitgebracht. Es ist nämlich Popcorn-Zeit. Der Regierung, der geht es nur langsam an den Kragen. Die Zeit, die läuft ihr wirklich davon, der Ampel. Und jetzt gibt es hier neue Details aus dem größten Spionageskandal in der Geschichte Österreichs. Und Deutschland ist hier wohl anscheinend tief, tief verwickelt, auch wenn man das inzwischen öffentlich leugnet. Ich habe hier diverse Quellen vor mir auf dem Tisch liegen. Ich versuche alles einzublenden in diesem Video. Wir starten direkt los. Es gab hier die Frage eines Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Frage, Zitat: Kann die Bundesregierung ausschließen, dass in ihrem Geschäftsbereich ein SINA-Laptop oder vergleichbares Endgerät abhanden gekommen ist und wie viele sind gegebenenfalls nicht auffindbar? Das Ganze vor dem Hintergrund natürlich, dass Jan Masalek, der meistgesuchte Mann Europas, einen Laptop hat von The Laundry Guys in Berlin abholen lassen und dafür 20.000 Euro bezahlt hat. Die Antwort der Bundesregierung, sie spricht wirklich Bände. Im abgefragten Zeitraum von Herbst 2022 bis April 2024 sind in verschiedenen Ressorts- und Geschäftsbereichsbehörden einzelne SINA-Laptops abhanden gekommen und nicht wieder auffindbar. Der eigentliche Hammer ist aber folgender Satz: Eine belastbare Gesamtzahl kann nicht genannt werden, es gibt keine zentrale Erfassung der Geräte. Und damit haben wir sie jetzt endlich da, wo wir sie haben wollen. Sie stehen jetzt langsam mit dem Rücken an der Wand. Sie dachten aber in meinem Urlaub zum Beispiel, da können Sie das einfach so unter den Teppich kehren. Oh nein, ich bleibe dran. Und was mich am meisten fuchst an der Sache ist, ich bin der Einzige, der an dieser Geschichte dran ist. Kein alternativer YouTuber hat bisher ein Video dazu gemacht. Ich kenne keines. Die öffentlichen Pressemedien, die verlautbaren immer nur andere Dinge, so wie zum Beispiel der Bayerische Rundfunk. Dann gibt es hier einen Artikel im Bayerischen Rundfunk: Masalek Spionagering, sechster Beschuldigter bestreitet Vorwürfe. In diesem Bericht sagt der Bayerische Rundfunk, es liegen ihnen E-Mails aus dem Jahr 2015 vor, in denen sich beide, also Masalek und einer dieser Bulgaren, der den Laptop geklaut hat, sich besonders über robuste und sichere Mobiltelefone ausgetauscht haben. Jetzt fragt ihr euch sicher, was sind robuste und sichere Mobiltelefone? Ich habe mir welche besorgt für euch. Hier, das ist ein Behördenkommunikationsgerät der Firma Bittium. Das ist ein TAF Mobile 2C. C steht hier für Behördenkommunikation. Das ist hier mit NATO-Freigabe dieses Gerät. Hier ist das normale Gerät dazu, ein Bittium TAF Mobile 2. Das können sich auch Privatleute kaufen. Liebe Bundesregierung, liebes Bundesamt für Verfassungsschutz, lieber Herr Scholz, wenn Sie Interesse haben an sicherer Kommunikation, ich kenne da jemanden, der verkauft solche Geräte für Geld. Diese Geräte werden eingesetzt von der spanischen Polizei. Hier ist mal die Verpackung dazu, beziehungsweise, wie gesagt, ich habe noch mehr dieser Geräte. Und was soll man sagen? Sie laufen hier auf Android-System. So sicher sind sie denn dann gar nicht, wie man immer behauptet. Aber sie kosten 2.000 bis 3.000 Euro pro Stück. Ja? Und dann braucht man dazu noch eine Server-Infrastruktur. Das ist kein Gerät der Firma Secunet, aber die Firma Secunet, die vertreibt ähnliche Produkte. Also besonders robuste Telefone haben hier anscheinend keinen Sinn. Ja? Es ist doch alles abgehört worden bzw. abgeschnorchelt worden von eben diesen Daten. Hier geht es unter anderem darum, dass Masalek und Rusev unter anderem gemeinsam den Transport eines speziell gesicherten SINA-Laptops über Wien nach Moskau organisiert haben sollen. Und jetzt kommen wir zu der Ungereimtheit Nummer 1. In Österreich ist nun jemand aufgetaucht, der sagte, er hat diese SINA-Laptops für sich erworben, für seine Nachrichtenagentur, für seine Medienagentur, da er quasi abhörsicher sein wollte als unabhängiger Journalist. Das Ganze ist in dem Sinne interessant, da es hier dann diverse Aussagen der Beteiligten gab und wir am Ende nicht mehr bei 5 SINA-Laptops waren, sondern bei 6 SINA-Laptops, wovon mindestens einer für Geld verkauft worden ist, und zwar für teuer Geld. Wenn man denn nämlich in den Besitz solcher robusten Geräte kommt, auch SINA-Geräte sind robuste Geräte, dann kann man die natürlich versenden, und zwar ganz normal mit einem Transportdienst. Ich habe diese Geräte hier auch nicht abholen müssen persönlich, sondern die sind mir per Kurier zugestellt worden. Also, wenn es hier sich um ein normales Gerät handeln würde,
dann hätte man das einfach versenden können und nicht per persönlichem Kurier hier für 20.000 Euro Bargeld nach Wien verschaffen, dann nach Istanbul verschaffen, um es dann nach Russland zu senden. Allerdings hat der Bayerische Rundfunk hier eine Information aufgetan, die er wirklich exklusiv hat. Er sagt, anfängliche Spekulationen, wonach es sich bei dem Sina-Laptop um ein Gerät aus dem Bestand eines westlichen Nachrichtendienstes gehandelt haben soll, haben sich nach Erkenntnissen österreichischer Ermittler nicht bewahrheitet. Offen ist aber weiterhin, welche Daten sich auf dem Laptop befinden. Ja, aber dass es sich hier nach Erkenntnissen österreichischer Ermittler nicht bewahrheitet hat, das ist hier eine Information, die hat nur der Bayerische Rundfunk. Und da der Bayerische Rundfunk Teil des Staatsfunkes in diesem Land ist, ich habe dort nachgefragt und ich habe keine adäquate Rückmeldung bekommen. Ich habe mir schon einen anderen Pressekontakt in Berlin verbrannt, der, seitdem ich ihn nach Sina-Laptops gefragt hat, mir gar nicht mehr antwortet, absolut nicht mehr. Und die spannende Frage ist hier, was haben Sie eigentlich zu verbergen? Es gibt hier dann noch eine kleine Anfrage der Gruppe Die Linke im Deutschen Bundestag. Dort wird schon davon gesprochen, dass es beim Generalbundesanwalt seit 2018 schon ein Verfahren gegen eben diesen Mitarbeiter aus Österreich gab, wegen des Verdachts auf Geheimnisabfluss. Dann wird hier gefragt, ob denn im Zusammenhang mit diesem Verfahren von 2018 jetzt auch 2024 neue Ermittlungen getätigt wurden. Und da ist die Antwort der Bundesregierung: Weitergehende Auskünfte zu diesem noch andauernden Ermittlungsverfahren können nicht, auch nicht in eingestufter Form erteilt werden. Sie sagen es nicht, sie halten es geheim. Dann ging es hier weiter. Sie wollten dann wissen, ob denn diese fremde Macht, von der in Österreich in der Anklage die Rede ist, die fremde Macht als russische Föderation zu bezeichnen ist. Also ob es hier um Geheimnisabfluss, geheimdienstliche Mittel geht gegen Russland oder von Russland, wie man das möchte. Und die Antwort der Bundesregierung, sie lautet, die Bundesregierung kann zum Gegenstand der Frage keine Auskunft geben. So, jetzt geht es hier allerdings noch weiter und es wird wirklich interessant. Es geht hier auch um die Fragen, welche Bundesbehörden seit 2018 eben diese Mitarbeiter des österreichischen Verfassungsschutzes hier im Auge hatten bzw. Kontakt hatten. Und dann sagt die Bundesregierung, sie ist nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, dass die Fragen aus Gründen des Staatswohls nicht, auch nicht in eingestufter Form, beantwortet werden können. Also, sie sagen nichts. Weiter sagen sie hier, es gibt hier auch die Beeinträchtigung ausländischer Nachrichtendienste. Und hier, Zitat, eine Freigabe durch die ausländischen Nachrichtendienste liegt nicht vor. Ah, es gibt Informationen ausländischer Nachrichtendienste beim Generalbundesanwalt bei den deutschen Behörden. So langsam kommen wir der Sache etwas näher. Jetzt geht es hier um zwei ehemalige hohe Beamte, und zwar um den Geheimdienstkoordinator Bernd Schmidbauer und um den früheren Staatssekretär im Bundeskanzleramt, der Beauftragte für die Nachrichtendienste des Bundes, Klaus-Dieter Fritsche. Hier wurde gefragt, welche Kontakte denn seit 2018, seit Beginn des ersten Ermittlungsverfahrens beim Generalbundesanwalt, es hier Kontakte eben zu den jetzt beschuldigten Spionen in Österreich gegeben haben soll. Eine Antwort kann hinsichtlich der hier erfragten Kenntnisse zu den Kontakten von Klaus-Dieter Fritsche und Bernd Schmidbauer aus Gründen des Staatswohles nicht erfolgen, da Arbeitsmethoden, Vorgehensweisen und Aufklärungsprofile der Sicherheitsbehörden des Bundes, hier das Bundesamt für Verfassungsschutz, beeinträchtigt sind. Ah, das Bundesamt für Verfassungsschutz ist tätig. Das ist ja interessant. Hätten Sie das nicht hier reingeschrieben, hätte ich weiter spekulieren müssen, wer denn hier tätig ist. Und hier gab es noch eine besondere Frage. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vor, ob und in welchem Umfang die österreichischen Staatsbürger Zugang zu technischen Arbeitsmitteln, sprich Sina-Laptops, verfügten? Und die Antwort der Bundesregierung ist, eine Antwort hinsichtlich der hier erfragten Erkenntnisse kann aus Gründen des Staatswohls nicht erfolgen. Wir sagen nichts, wir stecken den Kopf in den Sand. Und jetzt kommt es besonders dicke. Es gibt hier noch eine letzte Abfrage eines Abgeordneten. Da wollte er wissen, der Abgeordnete, welche Behörden in Deutschland haben nach Kenntnis der Bundesregierung zu dem 2022 in Berlin abgeholten Sina-Laptop Ermittlungen aufgenommen und wird der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof wegen eines Staatsschutzdeliktes hier ebenfalls tätig werden? Eine ganz einfache Frage, eine ganz sinnvolle Frage nach laufenden Ermittlungen beim Generalbundesanwalt.
Und die Antwort der Bundesregierung, ihr könnt sie euch sicher denken, nach sorgfältiger Abwägung gelangt die Bundesregierung zu dem Ergebnis, dass sie zum Fragegegenstand keine Auskunft erteilen kann. Sie sagen nichts, außer dass Ihnen einige Laptops abhanden gekommen sind, die nicht wieder auffindbar sind und dass Sie keine zentrale Erfassung der Geräte haben. Sie wollen das Thema jetzt hier beerdigen und ich sage, das ist der rauchende Colt, der diese Regierung den Kopf kosten kann. Ich denke, ich habe ihn gefunden. Ich bin mir ja auch ziemlich sicher, dass das nicht belanglos ist, denn wenn es so belanglos wäre, dann würde nicht überall das Staatswohl gefährdet sein, wenn man hier nach einem Laptop gefragt hat, der ja offensichtlich am Anfang nicht aus den Beständen der Bundesregierung stammt. Jetzt versucht der BR hier auch zu behaupten, die österreichischen Ermittler hätten das ebenfalls so gesehen. In Österreich gibt es keine Quelle davon, kein Blatt hat davon berichtet, dass es diese Erkenntnis hier geben soll, sondern man versucht hier etwas Rauch zu fabrizieren und einfach diese Geschichte mit den Laptops zu vergessen. Und da muss man sagen, es sind einige Laptops abhanden gekommen und nicht wieder auffindbar. Und wir wissen von mindestens einem, der in Berlin abgeholt wurde für Geld. Es könnte auch ein anderer Laptop als einer von einer deutschen Behörde sein. Da hier aber das Bundesamt für Verfassungsschutz wohl schon seit 2018 tätig war, um diesen Egisto Ott in Österreich, inklusive eines Verfahrens beim Generalbundesanwalt, und man jetzt den Mantel des Schweigens darüber hüllt, außer zuzugeben, dass ihnen Laptops fehlen, und zwar einige, das lässt nicht nur Raum für Spekulation, sondern wir müssen davon ausgehen, dass die Bundesregierung hier mit Kompromat erpressbar ist. Denn wenn sie nicht erpressbar wären, hätten sie klipp und klar dazu gesagt, dass es sich auch bei den nicht auffindbaren Geräten nicht um diejenigen handelt, die nun in Russland sind. Und jeder, der jetzt wieder meint, ich bin ein Schwurbler und Verschwörungstheoretiker, ja, mein Gott, wenn ihr das glaubt, dann glaubt das weiter. Überlegt mal zurück, wie das bei Wirecard war. Jahrelang wurden alle öffentlich geschasst und verächtlich gemacht. Die sagten, das ist ein Betrügerladen. Und nun haben wir hier wieder weitere Dinge, die im Zusammenhang mit Wirecard und dem Ex-Manager stehen und einem Laptop, von dem die Bundesregierung sagt, ihnen fehlen einige, aber es sollen wohl andere einige sein. Da kann ich nur sagen, es ist wirklich Popcorn-Zeit, Leute. Es bleibt spannend, ob hier noch mehr ans Tageslicht kommt oder ob diese Affäre erstmal still und heimlich in der Schublade verschwindet. Es ist schade, dass hier keine Medien weiter daran ermitteln wollen. Auch alternative YouTuber sind recht herzlich eingeladen, das Thema mal etwas größer aufzuhängen, damit wir hier mehr Licht ins Dunkel bringen können, um herauszufinden, was es denn mit diesem Laptop auf sich hat. Ich werde auch versuchen, Fabio De Masi zu erreichen. Er ist wirklich schwer greifbar im Moment in Vorbereitung auf den Wahlkampf für die Europäische Union. Aber dieser Mann hat gezeigt, dass er unabhängig von seinem Parteibuch oder Parteibüchern, die er in der Vergangenheit hatte, wirklich Wille zur Aufklärung von solchen Straftaten hat. Und ich glaube, dass er hier auch etwas Gefallen daran finden würde, wenn wir Herrn Scholz mit irgendwelchen verlorenen Laptops dingfest machen können, damit er endlich seine Aktentasche packen muss und von dannen zieht. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Denkst du, der rauchende Colt der Bundesregierung, wir haben ihn gefunden, es könnte alles Mögliche auf diesem Laptop sein, von Überwachungsbildern der Ostsee zum Zeitpunkt des Nord Stream Anschlags, davon gehe ich fest aus, denn die Ostsee ist eines der bestüberwachtesten Gewässer in Europa bzw. weltweit. So viele Satelliten, die rund um die Uhr alles aufzeichnen, was dort passiert. Man weiß, wie hoch die Wellen sind, jeden Tag etc. Und dann kann es nicht sein, dass man nur ein kleines Foto einer Segeljacht hat. Ich denke, es gibt viel mehr und es waren hier Ermittlungslaptops vom Bundesamt für Verfassungsschutz womöglich. Oder man schiebt das Bundesamt für Verfassungsschutz vor und es ist eigentlich ein BND-Laptop, der abhanden gekommen ist. Aber die Bundesregierung, sie kann nicht ausschließen, dass es ihr Laptop gewesen ist. Und das lässt wirklich Raum für Spekulation offen. Und wir wissen, bei der Bundesregierung, da liegt so einiges im Und wir wissen, bei der Bundesregierung, da liegen so einige Leichen im Keller. Ich vermute, dass diese Laptop-Leiche hier eine der größten ist und dass sie Herrn Scholz wirklich den Kopf kosten könnte. Vor allem, wenn am Ende herauskommt, dass er sich dadurch hat erpressen lassen von Putin, was die Ukraine-Unterstützung angeht oder was die Taurus-Lieferungen angeht. Schreib mir mal deine Meinung unter dieses Video. Ich bin gespannt, wie du die Sache siehst und ob du auch sagst, das ist der größte Skandal, den wir in Deutschland in naher Zukunft erleben werden. Damit bis bald.